Mahlzeit Leute, Knochen hier. Heute fahre ich die Cis-30 oder den Cis-30, Panzerjäger in dem Sinne. Natürlich 4,7 oder 4,5 cm. Oh scheiße, hier steht einer vor mir, glaube ich, den ich noch nicht sehe. Ich glaube, das war 4,7 cm Pack. Befestigt an diesem Fahrzeug mit kaum Panzerung. So, jetzt muss er aber mal weg hier. Oder sich endlich mal zeigen, soll ich um ihn herumfahren kann. Das geht einem auf die Zwiebel hier. Das ist auch ein Teil. So, mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, ich werde ein bisschen was wegschießen. In letzter Zeit lief es nicht so prickelnd für mich, aber da bin ich auch ein bisschen mehr mit den Briten unterwegs gewesen und das ist einfach nur scheiße. Also die Briten, also enttäuscht bis zum geht nicht mehr, ne? Kriegst nichts kaputt irgendwie. Sei denn, du triffst auf anderen Briten, dann geht's relativ gut. So, die ganze Karre drehen. Jetzt steht er direkt davor. Fuck. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Ja, so geht es natürlich nicht. Ich muss mal ein bisschen vorfahren hier, glaube ich. Also, wenn der davor steht, komme ich nicht ran. Die Zeiten, wo man einfach auf einen Kollegen mitschießen kann, sind ja vorbei. Glücklicherweise. Das wäre schon häufig weg gewesen. Gehe ich mal stark davon aus. Nee, so geht das nicht. Oh, scheiße. Wir haben die Initiative. Ja, komm hier. Irgendwas muss. Den habe ich versemmelt. Da habe ich zu schnell geschossen. Beziehungsweise nicht vernünftig anvisiert. Oh, da ist noch was. Ich hoffe ja auf ein gutes Match. Ich hoffe auf ein wirklich gutes Match. Ah, hier kommt. Okay, kritischer Treffer. Ah. Wir treffen nicht allzu viel. Es ist auch so, dass natürlich mein Geschoss ein bisschen im Bogen, im leichten Bogen fliegt und natürlich eigentlich dahinter landet, aber ich treffe auch einiges. Ich glaube, jetzt hoffentlich mit dem nächsten ist er weg. Jetzt ist er weg. Die anderen Typen da. Nee. Ich will auch nicht allzu weit vorfahren, denn ich habe ja nur diese Platte vorne. Ansonsten ist ja alles offen und das könnte mich doch sehr schnell rausbefördern hier. Aus dem Spiel. Und es wäre geil eigentlich, wenn ich. Zack. Wäre geil, wenn ich das Fahrzeug nicht verliere. Ausnahmsweise mal. Ich meine, mit dem Russen fährt man eigentlich immer gut. Im Sinne von, ja, man hat es nicht allzu schwer mit denen, ne? Hier muss man dann aufpassen, so wie bei anderen Panzerfahrzeugen oder Panzerjägern, dass man halt nur am Leben bleibt. Die meisten Schüsse sind ja dann auch Treffer, kritische Treffer bis tödliche Treffer, also One-Shots. Habe ich das öfteren mit Panzerjägern, gerade mit den russischen. So, ich muss mich doch mal ein bisschen bewegen hier, da ist schon wieder einer. Der Kollege von eben. Oh, Bomber wäre bereit. Scheiße. Muss ich verrecken, ne? Abschusshilfe. So, jetzt gibt's auch noch eine Luftschlacht mit Bomber. Was ist da? Da ist auch noch was. Muss ich mich irgendwie positionieren, dass ich hier nicht gleich auf die Zwiebel bekomme. Oh, schön. BBY. Okay, ich habe drei Bomben. Ich muss zusehen, dass ich irgendwie wenigstens zwei wegreiße. Zwei wären super. Ich meine, okay, jeder Kill zählt, aber zwei wären super. Scheiße, der fährt so nah an meine Leute ran. Ich wage es trotzdem. Vielleicht den hier noch. Zack. Das, da war ich zu schnell. Die letzte wird überhaupt nichts. Gucken wir mal. Nur ein Treffer. Einer ist weg. Ja, jetzt kann ich eigentlich nur blöd rumfliegen. Oder schauen, ob ich vielleicht noch eine Flak erwische. Da ist eine Flak. Schießen, 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 schießen.
Geil. Eigentlich schon ausgestiegen, aber man kann ja noch ein bisschen rumfeuern dann. Und ja, noch ein weggefetzt. Jetzt haben wir natürlich auch nicht vergessen, dass die PBY ein ziemlich großes Kaliber hat, ne? Und scheiße, der Neune. Und Flakfahrzeuge meistens relativ schlecht gepanzert sind. Okay, nur eine Richtschütze getroffen, das ist ja nicht viel. Du knüpfst ihn mit dem Crusader, der hat ja extrem starke Panzerung. Und wenn der jetzt noch zusätzliche Panzerung hat, dann wird es eh nicht so einfach. Komm, verrecke. Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh, den hat der Kollege weggeschossen. Während der Fahrt. Da kommt nur noch das Wrack an. Der steht irgendwo hinter da. Oh, fuck you. Der ist auch schon weg. Oh ja. Scheiße, oh, gerade so noch. Das wäre echt knapp. Ich habe auch nur noch einen Schuss übrig. Und dann müsste ich irgendwo nachladen. Schnell reparieren. Na, kommt vor. Oh mein Gott, bitte lass mich am Leben sein. Scheiße. Ja, Munition ist leer. Oh mein Gott, schnell hoch. Der Richtschutz ist weg. Oh, fuck. So, die Luft gehe ich jetzt nicht mehr. Ich muss irgendwie zusehen, dass ich noch nachlade. Obwohl, wir haben eh gleich gewonnen. Aber das ist schon echt, echt knapp hier. So, hier kann ich nachladen. Überlebenskünstler. Wieso bin ich Zehnter? Ich meine, es ist ja nicht so, als stand ich einfach nur dumm rum und... Also, das verstehe ich nicht. Ich meine, es gibt doch keinen Panzer, der ununterbrochen am Fahren ist. Und, ich habe einiges geleistet, finde ich. Und ich meine, das muss man auch erstmal hinkriegen, während man eigentlich schon aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, noch jemanden abzuschießen. Und ich finde, ich habe die ganze Zeit... Eigentlich voll. Jetzt muss ich erstmal gucken hier, das irritiert mich voll. Stahlkoloss. Ich habe doch die meisten Abschüsse. Irgendwie sehe ich bei dem System noch nicht ganz durch. Naja, wie auch immer. Trotz allem, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Oder. Ne? Ihr wisst schon. Tut euch nicht weh, würde mir helfen. Man sieht, ich habe die meisten Abschüsse. Von allen. Trotzdem Zehnter. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe das wirklich nicht. Aber ist auch egal. Irgendwie... Ich muss mich mal, glaube ich, ein bisschen mehr mit dem System befassen. Ja, kann man nichts machen. Ach, ich will mich gar nicht aufregen. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Viel Spaß noch beim Zocken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis demnächst. Also, ciao, ciao.